So, willkommen zu diesem Video heute und heute mal eine interessante Diskussion zu einer Studie und zwar 3 Jahre Low Carb Ernährung und das Ganze soll schlechte Auswirkungen dann eben haben auf die sportliche Leistung und einige Blutparameter. Das Ganze wollen wir uns heute mal im wissenschaftlichen Diskurs anschauen und gucken, wie andere Leute damit umgehen. Und zwar ging es um ein Instagram-Post, was jemand gepostet hat. Und zwar wurde ich darunter verlinkt und ich sollte meine Meinung dann einfach mal dazu kundtun. Das habe ich dann gemacht und hier wird es dann eben sehr interessant, wenn man sich anguckt, wie die Leute dann eben anfangen zu diskutieren, zu argumentieren und solche Sachen dann eben ja versuchen irgendwie schlecht zu machen oder wie auch immer. Also hier hat der Herr Marco Rados, so heißt er, hat dann darunter geschrieben unter diese Studie, die er gepostet hat, na hoppla, läuft nicht ganz so gut für Keto-Jünger. 3 Jahre sollten doch wohl ausgereicht haben, um sich auf Fett als primäre Energieressource umgestellt zu haben. Was? Es ist immer das Gleiche, wenn Keto-Prediger oder andere Verfechter von einer bestimmten Ernährungsform generalistisch predigen. Sie ziehen entweder schlechte aufgebaute und statistische schwache Studienlage heran oder picken sich aus dem Meer der wissenschaftlichen Weiden die Studien heraus und so weiter und so fort. Also, ihr seht, das Ganze hat schon den Anschein, dass er eben gegen ketogene Ernährung generell ist, sich damit auch nicht beschäftigt hat oder ähnliches, ich weiß es nicht. Und hier natürlich ziemlich hart dagegen vorgeht und diese Studie dann quasi als Beweis quasi mit einbringen möchte, dass eine ketogene Ernährung nicht gut ist und auf lange Sicht eben irgendwie zu Leistungseinbußen führt und so weiter. Das ist die Kernaussage, die wir ganz klar hier rausnehmen können. Und das Ganze wurde dann interessant, denn ich habe unter diesem Artikel, weil ich dort verlinkt wurde, habe ich dann drunter geschrieben, hier entsprechend, ich verstehe nicht, warum manche die Studien einfach nicht lesen können und dann so ein Bullshit schreiben. Weil was hier geschrieben wurde, das ist offensichtlich Bullshit, wenn man sich die Studie anguckt, denn es stand schon im Titel, dass es sich hier um eine Low-Carb-Studie handelt. Und wenn man dort reinschaut, dann haben die zum Beispiel 120 Gramm Kohlenhydrate zu sich genommen. Das bedeutet, die ja, ganze Verbindung mit Keto-Jünger und Keto-Diät und so weiter und auch die Hashtags hier No-Carb, Keto da reinzubringen, ist völliger Bullshit, weil es einfach mit ketogener Ernährung grundsätzlich nichts zu tun hat. Das sind zwei völlig metabolisch unterschiedliche Prozesse, die da vonstatten gehen und dementsprechend kann man das eben nicht machen. Dann hat er geantwortet und hat dann eben geschrieben hier hinten, kann man so nicht sehen, ich hole das mal rüber. Erzähl mal, welcher Bullshit geschrieben wurde und inwiefern ich keine Studien lesen kann. Bitte ganz konkret, hat er dann gesagt, das habe ich dann eben auch gemacht. Ich habe dann eben gesagt hier unten, dass ich ein detailliertes Video mache, das ist jetzt das Video. Ich habe vorhin schon eins aufgenommen, das wurde dann ein bisschen ja, ragiger quasi, deshalb möchte ich das jetzt ganz ordentlich machen, damit ich auch zeige, dass man mit mir eben auch ordentlich diskutieren kann, denn dazu habe ich ihn auch eingeladen. Ich habe ihm dann ganz klar kritisch eben den Punkt gesagt, wo er falsch liegt mit seiner Aussage, dass eben 120 Gramm Carbs und nur 0,89 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht nichts mit Keto oder sportlicher Leistung in irgendeiner Hinsicht zu tun haben. Und das schauen wir uns gleich in der Studie nochmal an. Ich möchte ihm nämlich auch die Chance geben, am Ende des Videos hier entsprechend meine Kritikpunkte von der Studie dann eben nochmal ordentlich darzulegen, die er dann gerne beantworten kann, wenn er möchte. Das heißt, ich habe ihm hier ganz klar gesagt, dass das eben mit Keto nichts zu tun hat und dass das deshalb eben einfach Bullshit ist. Interessant aber auch, dass er vorher noch schreibt, bitte auch ganz wichtig, Kontext der gesamten bisherigen Studienlage mit einbeziehen. Das mache ich natürlich generell auch, überhaupt gar kein Problem. Aber für den Kommentar und für diesen einen Post hier in Verbindung mit dieser Studie ist das völlig irrelevant, weil die Aussagen, die er getroffen hat zu dieser Studie, sind einfach Bullshit. Naja, und ich soll dann eben nicht nur Cherrypicking betreiben und so weiter und so fort. Das würde die Sache vereinfachen und ich habe ihm deshalb hier ganz klar gesagt, nein, 120 Gramm sind eben auch nicht Keto. So, dann war es interessanterweise so, dass ich ihn auch eingeladen habe. Ich habe gesagt, ich mache das Video, ich lade dich gerne zu einer sachlichen Diskussion ein, auf YouTube ein, sag mir, wann es dir passt und so weiter. Ich passe mich da gerne an, wenn es euch am Sonntag im Livestream irgendwie nicht passt oder ähnliches. Ne? Ich lasse mich gerne von anderen Argumenten überzeugen, überhaupt gar kein Problem. Das heißt, ich bin definitiv gesprächsbereit und möchte mich natürlich dann auch den Leuten stellen, wenn sie der Meinung sind, ich würde irgendwie nur Keto propagieren oder wie auch immer. So, dann hat er darunter geschrieben, das fand ich dann sehr interessant.
ich schaue mir deine Videos nicht an und folge dir nicht. Also er kennt mich eigentlich überhaupt gar nicht. Und ich soll doch hier argumentieren in den Kommentaren auf Instagram und nicht irgendwie ein Video machen oder sowas. Inwiefern merkwürdig, in welchem Kontext merkwürdig, nochmal bitte konkret anfechtbare Argumente. Ich weiß nicht, ob das so unverständlich ist, was ich vorher geschrieben habe. Mein Argument stand hier schon. 120 Gramm Carbs sind nicht ketogen und 0,89 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht hat nichts mit einem sportlichen Kontext zu tun. Das sollte wohl jedem klar sein. Und interessant ist auch, obwohl er mich nicht kennt, er kennt nichts von mir, er guckt meine Videos nicht, er hat meine Postings nicht gesehen oder wie auch immer, schreibt er hier. Trotzdem schreibt er hier oben, dafür ist deine Keto-Überzeugung schon zu stark ausgeprägt. Er unterstellt mir also in einem Argument vorher schon, ohne mich zu kennen, dass ich so ketogen überzeugt bin, dass ich irgendwie gar nicht ohne irgendwie offene Argumente oder so dann ihm gegenübertreten würde. Also ihr seht schon, dass die Leute, wenn man ihnen Argumente bringt, die sie dann entsprechend doch bitte mal belegen sollen oder widerlegen sollen oder wie auch immer, auf komische ad hominem Argumente dann zurückgreifen, die Person selber irgendwie angreifen und meinen, dass ich ja irgendwie ein Keto-Papst bin oder was auch immer, ohne mich zu kennen und ohne meine Argumente dann eben aufzugreifen. Und das sind dann eben schon komische Sachen, die wir damals ja auch schon gesehen haben bei Wolf Performance Coaching, der auch überhaupt nicht mit den Argumenten dann arbeiten konnte und auch nicht in einem persönlichen Gespräch mir gegenüber treten konnte, aber dann eben zeilenweise, seitenweise Kommentare schreiben und so weiter anstatt. Und das ist ja das, was ich eigentlich möchte. Das Ganze einfach mal in einem kurzen Gespräch, so wie mit Iom oder sowas, 15 Minuten, 30 Minuten, man kann reden, man hat viel mehr Wörter pro Minute und so weiter, die man dann abhandeln kann. Wenn ich das Ganze in Kommentarform mache, sitze ich da die nächste Woche noch dran. Also es ist doch deutlich einfacher, sich gegenseitig die Kommentare dann, die Argumente dann eben entsprechend gegenzubringen, wenn man sich unterhält. Und jeder, der normalerweise sportlich interessiert ist oder an Sportwissenschaften interessiert ist, was ich ihm jetzt auch mal unterstelle, der sollte doch eigentlich zu einem sachlichen, wissenschaftlichen Gespräch irgendwie bereit sein und sich dafür opfern, da mal 15 Minuten zu investieren. Aber irgendwie ist das nicht machbar, weil sie Angst haben, komischerweise dann doch aufzufliegen oder wie auch immer. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Das ist für mich unverständlich und zeigt für mich dann eigentlich nur in dem Verlauf, dass die Leute keine Ahnung haben, weil wenn sie dann eben darauf aufmerksam werden, dass sie dort falsche Angaben gemacht haben, und dann in ein Gespräch kommen sollen, dann haben sie auf einmal keine Ahnung mehr und verschwinden einfach. Das Interessante war nämlich hier jetzt auch in diesem Fall, was wir auch schon bei Wolf Performance gesehen haben, dass der Marco mich dann einfach ignoriert hat. Der hat mich einfach blockiert auf Instagram und schreibt dann auch noch darunter weiterhin, schreibt dann darunter hier, ich schaue mir deine Videos nicht an und so weiter und ich soll dann doch die Argumente, bitte konkret anfechtbare Argumente, und da hat er mich blockiert. Das heißt, ich konnte ihm da nicht mal mehr antworten. Das habe ich festgehalten noch in dem Video. Ich wollte das jetzt nur nicht so mit einbringen. Dann habe ich auf Facebook geschrieben, habe ich ihn in einem Kommentar dann erwähnt und habe ihn dann gefragt, warum er mich denn auf Instagram blockiert hat, wenn wir uns doch so wissenschaftlich in seinen Kommentaren unterhalten sollen. Dann hat er mich komischerweise per Privatnachricht doch wieder angeschrieben und freigeschaltet. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt. Meine Argumente sind genau hier. Warum sagst du ketogen bei 120 Gramm Kohlenhydrate in der Studie und so weiter? Und ich habe ihm gesagt, wir hätten das Ganze doch einfach in einem Gespräch 15 bis 30 Minuten dann fertig machen können, anstatt uns hier wieder stundenlang in den Kommentaren ja quasi zu gegenseitig mit Scheiße zu bewerfen oder wie auch immer. Und dann kommen als Antwort, ich sage ihm das. Ich verstehe es nicht, Leute. Warum ist das so schwierig mit euch? Warum könnt ihr nicht dann einfach auf die Argumente eingehen? Wenn du in deinem Titelbild provokativ Keto-Produkte anbietest, dann hast du bereits ein Keto-Bias per Definition. Warum jetzt wieder so auf diese Art und Weise? Warum nicht die Argumente, die ich vorbringe, dann entsprechend mal rannehmen? Und dann kommen hier unten wieder so weiter. Ohne Kontext können wir hin und her brabbeln und so weiter. Der Kontext ist da. Das war das Argument, was ich gebracht habe, wie er drauf kommt, dass das eine Keto-Studie ist. Naja, ihr wisst auf jeden Fall jetzt, warum ich eben auch die Videos dann einfach mache, weil ich irgendwann auch keinen Bock mehr habe, mich mit solchen unsachlichen
bla bla einfach nur in den Kommentaren dann gegenseitig rumzuschlagen, wobei man doch einfach eben in einem Gespräch das deutlich besser machen könnte. Warum funktioniert das nicht? Warum nicht? Sind die Leute wirklich nicht an wissenschaftlichen Dingen dann interessiert, sich auszutauschen? Man kann immer wieder neue Sachen lernen. Naja, wir schauen jetzt mal in die Studie rein und gucken mal, wo da meine Probleme sind mit dieser Studie, was die Studie vielleicht zeigt, was sie nicht zeigt, was vielleicht ganz interessant ist. Aber dass diese Studie eben überhaupt nichts mit einer ketogenen Ernährung und gerade ketogene Ernährung und sportliche Leistung zu tun hat und dass man das auch nicht als Puzzleteil dafür nehmen kann, das schauen wir uns eben mal an, wo ich Ihnen eben vorwerfe, dass ihr die Studie nicht ordentlich gelesen habt. Ich meine, den Kommentar bei Instagram habt ihr jetzt gesehen, ihr habt das Hintergrund jetzt auch mal so ein bisschen im Kopf und natürlich unsere Diskussion, die wir da hatten, dass er mich blockiert hat und so weiter. Finde ich sehr schade. Finde ich auch ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Wenn wir uns doch eben alle auf der wissenschaftlichen Basis gegenübertreten sollen, dann sollte die Sache im Vordergrund stehen und nicht irgendwelchen Blödsinn da verzapfen. Ich wäre Keto-Bias und so weiter. Dann doch bitte die Argumente vorbringen. Gut, also wir haben jetzt diese Studie hier. 3 Jahre Low-Carb ketogene Ernährung eben nicht, sondern Low-Carb hat eben bei Leuten hier anscheinend die Performance ein bisschen runtergedrückt und hat eben bei den Blutfettwerten irgendwas verändert. Das erstmal so als Überschrift. Ob er weitergelesen hat, weiß ich nicht. Wir lassen mal den Abstract sein. Wir gehen direkt mal in den Text rein, weil dort das Ganze eben noch ein bisschen besser klargelegt ist. Aber wir sehen hier, 12 Leute hat man genommen in 2 Gruppen. Man hatte eine Low-Carb-Gruppe, die eben 3 Jahre Low-Carb gemacht hat. Man hatte eine normal essende Gruppe und man hat eben gesehen, dass auch Low Carb keinerlei negative Auswirkungen hat auf die Blutparameter oder das kardiovaskuläre Risiko. Alles war super, überhaupt gar kein Problem. Die hatten bei dem Sporttest, den sie hier gemacht haben, waren die eben leicht schlechter als die normal essende Gruppe. Und das wird jetzt eben von ihm dann herangebracht, um zu beweisen, dass Keto eben schlecht ist für die sportliche Leistung oder sowas. Gut, wir schauen uns aber mal an, was jetzt im Detail wirklich gemacht wurde, denn das ist deutlich interessanter. Und wir sehen einfach, dass nicht jede Studie geeignet ist, um das Ganze eben zu übertragen, gerade auf das, was ich euch eben erzähle, wie man das eben im sportlichen Kontext auch machen soll. Es gibt hier in Polen so eine modifizierte Atkins-Diät. Das wird natürlich immer gemacht, damit man auch eigene Produkte verkaufen kann. Atkins ist ja eigentlich eine Marke. Und jetzt hat man in Polen eben so eine modifizierte Variante, die nennt man jetzt Optimal Diet. Und das Ganze wird natürlich dort auch entsprechend verkauft. Das Ganze wird speziell angewendet eben auch zur Gewichtsabnahme für Krankheiten, Diabetes und sowas, um das Ganze zu bekämpfen. Das heißt, es ist eigentlich Atkins, ein bisschen anders vielleicht, aber es hat die gleichen Effekte. Heißt also, die Ernährungsform selber, so wie sie dort angewendet wird, hat auch gar keinen sportlichen Kontext und ist eigentlich in der Hinsicht völlig egal. So, dann sollte man lesen, was hier auch schon in der Einleitung steht, wie eben Low Carb und Ketogen definiert wird. Dann brauche ich nämlich in meinem Instagram-Post das Wort Ketogen zum Beispiel überhaupt gar nicht benutzen, weil es gar nichts damit zu tun hat. Denn Ketogen, eine pure ketogene Ernährung, wird hier ganz klar definiert als weniger als 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Eine Low Carb Ernährung wird hier definiert als weniger als 200 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Was natürlich schon ziemlich viel ist, wenn wir so bei 40-45% Kohlenhydrate sind und das als Low Carb bezeichnen. Was natürlich in dieser Studie eben auch entsprechend passiert ist. Eine nicht ketogene Low Carb Ernährung wird so zwischen 50 und 150 Gramm eben entsprechend beschrieben. Warum man das alles immer so unterschiedlich bezeichnet, sei mal dahingestellt. Interessant aber auch der Fakt, dass eben gesagt wird, dass das Proteinlevel schon bei 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein sollte und das wird eben in dieser Studie auch nicht erreicht, was eben natürlich auch die sportliche Leistung runterziehen kann. Gut, wo ist jetzt das Problem mit dieser Studie? Wir haben 3 Jahre ketogene Low-Carb-Ernährung, jetzt sage ich selber schon ketogene Ernährung. Also die machen 3 Jahre diese polnische Art der Atkins-Ernährung. Das Ganze heißt hier All Polish National Association of Optimal Brotherhoods, hört sich schon fast an wie eine Sekte, aber ich sage einfach im weiteren Verlauf Atkins-Diät, weil es doch der Sache schon sehr nahe kommt. Die haben also 3 Jahre Atkins-Diät gemacht, 12 Leute hat man dann am Ende rausgefunden und man hat eben dann auch Leute gehabt, die eben überhaupt gar kein Interesse daran hatten, sich irgendwie sportlich zu betätigen.
Also die haben kein Fitness gemacht und so weiter und so fort hier. Die haben nicht regelmäßig irgendwie Sport getrieben und man hat auch nicht bei den Leuten vorher das Fitnesslevel bestimmt. Was eigentlich eine wichtige Sache ist, wenn man verschiedene Fitnessgruppen miteinander vergleichen möchte, hat man hier nicht gemacht. Man hat dann eine Kontrollgruppe genommen mit 12 Leuten, die entsprechend dem Alter, der Größe, dem Gewicht auch entsprechen. Das bedeutet, das sieht dann so aus, man hat die Leute so ausgewählt in den zwei Gruppen, dass die Low-Carb-Gruppe 3 Jahre Low-Carb gemacht hat, man hat eine normale Ernährung dagegen gestellt und die haben eben Alter, Größe, Gewicht und so weiter. Das sollte passen. Das sportliche Fitnesslevel war überhaupt gar kein Faktor, um diese Gruppen auch zusammenzubilden. Ja, man hätte rein theoretisch, hätte man bei der normalen Kontrollgruppe, hätte man noch das Fitnesslevel, VO2 Max oder ähnliche Dinge, mit einbauen können, weil man hier ja auch einen sportlichen Kontext mit drin hat. Hat man aber nicht gemacht. So, weiterer Punkt, der hier berücksichtigt werden muss, wenn man davon spricht, dass nach 3 Jahren, was er in seinen Instagram-Post dann eben auch damit verdeutlichen wollte, dass bei 3 Jahren Low-Carb-Ernährung quasi die sportliche Leistung zurückgeht, hätte man rein theoretisch vorher einen Test machen müssen, einen Eingangstest, Baseline-Test, dann 3 Jahre die Ernährung und dann nochmal diesen Test. Das hat man aber nicht gemacht. Man hat einfach nur Leute ausgewählt und gefragt, die selber von sich behauptet haben, ich habe jetzt schon 3 Jahre Low-Carb gemacht, ich kann bei dieser Studie mitmachen. Was aber vorher war, das ist hier eben nicht mit eingeflossen. Und wir haben ja schon gesehen, dass diese Gruppe, dass diese Atkins-Diät dafür gedacht war, dass man eben Gewicht verlieren sollte, Diabetes rückgängig machen sollte und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass diese 12 Leute, die gesagt haben, ich mache 3 Jahre schon diese Atkins-Diät, vorher wahrscheinlich diese Diät auch gemacht haben, weil sie irgendwelche Probleme hatten, weil sie übergewichtig waren, weil sie Diabetes hatten oder ähnliches. Heißt also, man hat auch nicht mal von vor 3 Jahren die Körperdaten, waren sie dort deutlich schwerer, hatten sie mehr Gewicht zum Beispiel drauf. Das würde auch erklären, warum sie vielleicht 3 Jahre später nicht so sportlich sind, wie Leute, die eben jetzt genau das gleiche Gewicht haben. Wenn ich also vor 3 Jahren noch 100 Kilo gewogen habe und jetzt eben 60 Kilo wiege und ein anderer, der wiegt aber schon seit 3 Jahren 60 Kilo und den vergleiche ich dann mit dem heute, ist natürlich irgendwie auch logisch, dass der, der von 100 Kilo kommt, eventuell heute nicht ganz so sportlich ist wie eben aus der Kontrollgruppe. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was ich damit sagen möchte, dass das eben nicht vergleichbare Gruppen sind, weil man die eben im aktuellen Moment so zusammengepackt hat. Okay, das wissen wir also nicht und das ist ein großes Problem. Was hat man dann gemacht? Gut, die Leute haben von sich selber behauptet, ich habe jetzt 3 Jahre Atkins-Diät gemacht. Dann hat man hier 7 Tage lang entsprechend die Leute mit Fragebögen versorgt und hat dann eben alle 24 Stunden dann eben wieder mal gefragt, was hast du denn gestern gegessen und so weiter und so fort. Und dann hat man eben auch verschiedene Tests gemacht. Man hat eben dann einen Ergometer-Test gemacht, wo man dann eben gucken wollte, wie weit können die gehen, wer hat die bessere sportliche Leistungsfähigkeit und so weiter. Wir haben aber schon gemerkt, wir können die beiden Gruppen in sportlicher Sicht eben sehr schlecht vergleichen, weil wir nicht wissen, was vorher war. Jetzt der nächste interessante Punkt, die beiden Gruppen, wie haben sie sich denn ernährt? Ist das eine ketogene Gruppe? Ist das eine Low-Carb-Gruppe? Ist das eine ordentliche Atkins-Diät oder wie auch immer? Und da sehen wir, beide Gruppen, erstmal, was ich überraschend fand, sehr wenig Energie im Durchschnitt. Also hier 1900 Kilokalorie, 2000 Kilokalorie. Das ist schon irgendwie relativ wenig. Da kommt man schon so generell in den Gedanken, dass die so ein bisschen underreporten quasi. Aber interessant auch, der Proteinbedarf liegt gerade mal bei 0,9 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn die natürlich diese Atkins-Diät über 3 Jahre machen und dann abgenommen haben oder ähnliches, das ist natürlich für sportliche Leistung oder sportlichen Kontext, gerade weil die Leute völlig untrainiert waren, mit Sport nichts am Hut hatten, ist das natürlich deutlich, deutlich zu wenig. Vor allen Dingen, wenn wir uns zurückerinnern gerade, dass natürlich dann von 1,2 bis 1,5 Gramm mindestens gesprochen wurde, ist das natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, das hat mit einer sportlichen ketogenen Leistung oder Low-Carb-Leistung eben wenig zu tun. Interessant, und jetzt kommt nämlich der nächste Punkt, den ich bei ihm nämlich dann auch in den Kommentaren entsprechend angeprangert habe, schon von Anfang an, wo er aber nicht drauf eingeht.
Er sagt eine ketogene Ernährung. Und wir sehen hier Kohlenhydrate, 120 Gramm am Tag. Das ist bei den Leuten, die gar keinen Sport machen, ist das weit, weit weg von diesen 50 Gramm, die eben als ketogen dort angesehen werden. Und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die Leute nicht ständig auch durchgehend in Ketose waren. Einige von ihnen mögen dann in Ketose sein, weil man sieht hier auch natürlich die Standardabweichung, die ist extrem groß hier mit 50. Das heißt, einige hatten vielleicht 50 Gramm Kohlenhydrate oder 60, 70 und die anderen hatten eben 200 Gramm Kohlenhydrate. Und das ist eben ein Problem bei so einer kleinen Gruppe, dass ich dann so eine breite Streuweite dann auch noch habe, mit so unterschiedlichen Leuten eventuell. Ne? Das muss man berücksichtigen, sehen wir gleich im sportlichen Kontext auch nochmal. Erstmal das, also weit, weit weg von Ketogen, Low Carb, okay. So, weiter. Hier wird es auch nochmal gesagt, dass die durchschnittliche Aufnahme der Kohlenhydrate eben bei 120 Gramm am Tag lag, was natürlich deutlich zu viel war. Die Proteinaufnahme war eben deutlich unter dem, was eigentlich empfohlen wird und deshalb eben auch sehr problematisch, wenn ich dann Muskeln aufbauen, erhalten oder wie auch immer möchte. So, die anderen Daten sollen erstmal nicht interessieren, aber für euch so interessant auch am Rande, was man aus dieser Studie vielleicht auch nochmal mitnehmen kann, auch für die High-Carb-Leute da draußen oder die veganen Leute, die immer rumheulen wegen dem Cholesterin. Eine interessante Sache, und zwar hat man hier auch getestet bei dem Sporttest, wie verhalten sich die Cholesterinwerte und die Triglyceridwerte und so weiter? Und wo ist der Unterschied bei diesen beiden Gruppen? Und da kann man jetzt auch mal das herausziehen, was ich euch schon längerfristig mal erzählt habe, dass nämlich bei einer ketogenen Ernährung, wenn die Fettverbrennung natürlich höher ist, alleine durch die Ernährung und der Körper das Fett verbrennt und transportieren muss, dass alleine dadurch natürlich die Cholesterinwerte insgesamt höher sein müssen, weil die Transporter ja da sein müssen. Ja, in meiner Muskulatur müssten ja irgendwie die 600 Kalorien ankommen pro Stunde, wenn ich laufe. Also brauche ich mehr Transporter, als wenn ich das mit Blutzucker mache bei einer normalen Ernährung. Okay, also hier sehen wir Gesamtcholesterin in der Low-Carb-Gruppe, auch in Ruhe deutlich höher. Aber jetzt kommt was Interessantes. Wenn wir sportliche Leistung haben, dann steigt der Cholesterinwert, egal wie ich mich ernähre, immer an, weil natürlich auch die Fettverbrennung und dadurch die Fetttransporter erhöht sind. Heißt also, hier ist eigentlich ein guter Punkt, wo man sagen kann, dass wenn die Fettverbrennung erhöht ist, dass dann auch die Gesamtcholesterinwerte erhöht sind. Das sieht man übrigens auch, wenn man dann eben Blut abnimmt und dann vorher Sport gemacht hat, den Tag vorher, oder eine Fastenzeit gemacht hat oder ähnliches. Deshalb sage ich euch immer, wenn ihr eine Blutabnahme macht, macht 2-3 Tage vorher keinen intensiven Sport mehr, macht kein hohes Kaloriendefizit, denn dann passiert nämlich genau das, dass eure Werte ja scheinbar zu hoch erscheinen, obwohl sie es gar nicht sind. Deshalb ist es witzigerweise manchmal so, dass wenn ihr Fett vorher esst, dass eure Werte dann sogar teilweise niedriger sind. Interessant. Aber wir sehen auch, das, was man sonst bei einer Low Carb oder ketogenen Ernährung sieht, HDL höher, Triglyceride bei beiden Gruppen auch niedrig hier, also um die 90 rum, alles tutti frutti. Auch LDL geht mit der sportlichen Leistung hier hoch, in der einen Gruppe zumindest, in der anderen Gruppe sinkt es ein bisschen, aber HDL steigt zum Beispiel auch. Und das Interessante ist, dass man hier in dieser Studie, und das auch nochmal für euch, dass man eben als bessere Faktoren oder bessere Risikofaktoren für Arteriosklerose eben hier auch die entsprechenden Ratios rausgenommen hat, also Gesamtcholesterin zu HDL, LDL zu HDL und Triglyceride zu HDL. Und das war in allen Gruppen, egal ob die sich Low Carb ernährt haben oder normal, war unter 2 und das ist ein sehr guter Wert. Also hier kaum ein Risiko für Arteriosklerose. Ich meine, die waren auch alle normalgewichtig und was soll man da auch großartig dann haben? Gut, das war erstmal das. Dann haben wir natürlich das, dass die Low Carb Gruppe hier entsprechend weniger Leistung gebracht hat als die andere Gruppe, also hier 145 Watt im Gegensatz zu 175 Watt, was jetzt auch nicht extrem der Unterschied ist, sondern generell natürlich wirklich darauf zurückzuführen sein kann, dass sie eben vorher krank waren oder übergewichtig waren vor den 3 Jahren, überhaupt gar keinen Sport gemacht haben, nichts mit Sport am Hut hatten und dann natürlich jetzt in so einem Sporttest irgendwie schlechter dastehen als eine normal gesunde Gruppe. Sollte wohl irgendwie auch klar sein.
Das macht auch die Herzfrequenz deutlich, wenn wir uns das angucken. Und zwar ist die Herzfrequenz in Ruhe schon in der Low-Carb-Gruppe deutlich höher gewesen als in der normalen Gruppe. Also hier normale Gruppe 72 Schläge pro Minute und die andere Gruppe 86 Schläge pro Minute, was schon deutlich höher ist und eigentlich schon darauf hinweist, dass die Low-Carb-Gruppe ja sportlich und ausdauermäßig und so weiter nicht so gut dasteht, grundlagenmäßig, wie eben diese andere Gruppe. Weil eine Low-Carb- oder ketogene Ernährung, die hat grundsätzlich beim Ruhepuls, gerade über längere Zeit, keine großartigen Auswirkungen oder Unterschiede. Das heißt, wenn ich eine Carb-Phase mache oder sowas, ist es eben kaum ein Unterschied bei der Herzfrequenz bei mir, wie eben in einem Low-Carb- oder ketogenen Zustand. Vor allen Dingen, weil die natürlich immer noch 120 Gramm Kohlenhydrate konsumiert haben, ist der erhöhte Puls nicht darauf zurückzuführen, dass sie vermehrt Gluconeogenese betreiben oder dass vermehrt eben dann Ketose am Start ist. Ne? Das Ganze passt sich auch bei maximaler Leistung entsprechend am Ende an. Ansonsten alle Parameter, Blutdruck und so weiter hier völlig im Normalbereich. Deshalb auch das Arteriosklerose-Risiko relativ niedrig, da brauchen sich keine Sorgen zu machen. Das Ganze wird auch deutlich mit dem höheren Puls, dass die eventuell nicht so gut ausdauerbelastet oder belastbar sind. Eben auch im Sport, das bedeutet hier in Ruhe natürlich schon der höhere Puls, aber dann eben auch schon bei 30 Watt einen deutlich höheren Puls, bei 60 Watt deutlich höherer Puls und 90 Watt hier 123, 138 bis zur Ausbelastung, da waren sie ungefähr gleich, aber die haben natürlich auch deutlich weniger Watt getreten, ist natürlich auch klar. Das lässt schon einen Hinweis darauf geben, dass es eben nicht so ist. VO2 Max interessanterweise bei der Low-Carb-Gruppe eben auch ein bisschen, oder Sauerstoffaufnahme ein bisschen höher gewesen, was eben auch natürlich dann mit dem höheren Puls in Verbindung steht, dass sie eben mehr Sauerstoff benötigen und so weiter. Interessanterweise dann eben bei maximaler Ausbelastung dann niedriger, weil sie dann natürlich auch nicht so viel Watt treten. Und das deutet alles schon ein bisschen darauf hin, wenn man eben so ein bisschen Erfahrung hat, dass sie eben nicht ganz so Ausdauer belastbar sind. Respiratorischer Quotient, deutlich mehr in der Fettverbrennung als die andere Gruppe. Eben auch so interessante Dinge. Also, hier steht nochmal das Ziel dieser polnischen Atkins-Diät. Und zwar, dass man eben hier Medikamente vermeiden möchte, dass man Übergewicht bekämpfen möchte, Diabetes. Also nichts irgendwie mit sportlichem Kontext, das ist nicht das Ziel. Und man hat eben die beiden Gruppen so kontrolliert, dass man eben nur das Alter, Gewicht und die Größe eben hatte. Also die sportliche Leistung spielte hier überhaupt gar keine Rolle. Auch eine ordentliche tiefe Ketose hat die Gruppe gar nicht erreicht. Natürlich einige, wenn sie jetzt bei 70 Gramm Kohlenhydrate sind oder so, dann haben sie eventuell natürlich auch mal ein paar Ketonkörper, die nachweisbar sind, weil die Fettverbrennung angeregt ist. Aber von einer richtigen Ketose jetzt mit unter 50 Gramm Kohlenhydrate waren sie eben noch weit entfernt. Die waren bei 0,51 und normalerweise bist du dann mindestens so bei 1, 1,5 bei so einem Steady-State-Ketose, sag ich mal. Also deutlich unter dem, was eine Ketose ausmacht. Also auch hier müsste man eigentlich sehen, dass die ganze Studie mit einer ketogenen Ernährung überhaupt gar nichts zu tun hat, weil die Leute noch nicht mal in Ketose waren. Gut. Ja, Dann kommen natürlich ein paar andere Studien mit dabei, wo das Ganze dann diskutiert wird hier unten, wo wir dann eben auch sehen. Und jetzt möchte ich natürlich auch ein bisschen darauf eingehen, dass er gesagt hat, wir müssen das ja im gesamten Kontext sehen. Bevor ich das jetzt alles niederschreibe, erzähle ich das lieber, weil es deutlich schneller geht. Und da sieht man eben, dass die meisten Studien sich eben nur mit kurzzeitketogener Ernährung beschäftigen. Also hier zum Beispiel 3 Tage oder eben mal 2, 3 Wochen. Was eine Keto-Adaption, wo sich Mitochondrien anpassen, wo sich Enzyme anpassen, wo sich entsprechend Gallensalze und so weiter entsprechend anpassen, nicht gegeben ist. Das Ganze dauert eben eine Zeit lang, bis sich auch die Muskulatur anpasst. Und dafür sind diese Studien eben deutlich zu kurz. Das wurde auch schon nachgewiesen, dass die einfach zu kurz sind, weil man eben genau sieht, ab wann auch die eigene Ketonkörperproduktion abfällt und so weiter, wann die Hormone dann wieder hochkommen, solche Dinge, alles Mögliche. Kann man also nachweisen, dass nicht nur die maximale Fettverbrennung, so wie Wolf Performance das damals meinte, ein Zeichen dafür ist, dass man in Ketose ist, was völliger Bullshit ist,
sondern eben viele andere Prozesse da noch eine Rolle spielen, bis man wirklich keto-adaptiert ist und nicht nur in Ketose ist. In Ketose kann ich auch sein, wenn ich 2 Tage völlig faste und gar nichts esse. Dass ich dann aber trotzdem keine sportliche Leistung bringe nach 2-3 Tagen Fasten, sollte wohl jedem irgendwie klar sein. Und das wird eben auch deutlich, wenn man sich die Kurzzeitstudien anguckt. Die haben dann teilweise extrem auch an Körperfett verloren, was darauf hindeutet, dass sie natürlich deutlich zu wenig Kalorien, Protein aufgenommen haben und diese Studien dann nicht dafür geeignet sind, um zu zeigen, dass eine ketogene Ernährung die sportliche Leistung eben negativ beeinflusst, weil das eben natürlich nichts damit zu tun hat. Ich glaube, jeder Sportwissenschaftler da draußen würde sofort rumschreien, wenn in einer Studie vielleicht gerade mal 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht gegeben wurde und dann nachgewiesen wurde, das Muskelwachstum geht nicht ordentlich. Da würde wahrscheinlich jeder da draußen rumschreien und sagen, das ist ja viel zu wenig Protein. Und genauso ist es eben bei den ketogenen Studien, wenn man sich das eben anguckt. Naja, also, dann geht es eben so ein bisschen darum, was man jetzt eben daraus lesen kann und so weiter. Soll aber relativ egal sein. Und hier dann auch nochmal am Ende eben, dass die Ratios, die man da eben nennt, also Triglyceride zu HDL, eben wissenschaftlich gesehen, also den neuesten Wissenschaften entsprechend, wenn man sich damit beschäftigt, deutlich bessere Parameter dafür sind als eben der Gesamtcholesterin- oder LDL-Wert für das Risiko für Arteriosklerose oder eben entsprechenden Krankheiten. Heißt also, Triglyceride oder eben HDL sind deutlich besser geeignet, wenn man eben nicht nur Studien nimmt, irgendwelche Veganer-Studien von vor 20 Jahren. Gut, also hier sieht man ganz deutlich, dass man das Risiko trotz den 120 Gramm Kohlenhydrate mit einer Low-Carb-Ernährung möglichst niedrig halten kann, auch wenn die Gesamtcholesterinwerte eben so ein bisschen höher sind, überhaupt gar kein Problem. Warum ist die Herzfrequenz jetzt in Ruhe so deutlich höher? Was eigentlich schon relativ ungewöhnlich ist, wenn ich mir eben auch andere Leute angucke. Ihr könnt auch gerne mal drunter kommentieren, wie ist das bei euch gewesen mit den Werten, mit den Parametern und so weiter. Ich bin ja auch mit vielen Sportlern in Kontakt, die entsprechend ketogene Ernährung machen. Am Anfang ist es so, gerade eben wie auch hier steht, sympathisches Nervensystem wird natürlich angeregt. Generell, man hat natürlich dann Hormonproduktion, gerade wenn man vielleicht ein Defizit auch noch fährt. Und ein wichtiger Punkt, die Dehydration. Das ist nämlich so eine Sache, die viele vergessen bei Low Carb oder Ketogen. Dadurch, dass eben jetzt keine Kohlenhydrate mehr eingespeichert werden mit Wasser, ist es so, dass ihr natürlich ein bisschen mehr Wasser zu euch nehmen müsst, mit mehr Salz eventuell. Weil wenn ihr sonst dehydriert seid, kann es schon mal sein, dass der Puls auch ein bisschen nach oben geht. Sowas muss man ein bisschen beachten und deshalb finde ich es auch wichtig, dass man eigene Erfahrungen eben auch macht und nicht nur so ein Studienheini ist, der dann entsprechend meint, aus Studien alles lesen zu können, aber selber noch nie eine ketogene Ernährung in irgendeiner Hinsicht gemacht hat, um solche Sachen eben auch feststellen zu können. Das ist eben auch sehr wichtig dann. So, ja, weiter geht's hier unten, so ein paar andere Sachen, also ketogene Ernährung, 30 Gramm, am besten für Gewichtsabnahme und so weiter. Interessant aber auch hier, dass man eben keine Insulinresistenz hier festgestellt hat. Also 3 Jahre Low-Carb-Ernährung hat bei den Leuten überhaupt gar keine Insulinresistenz hervorgerufen, obwohl sie extrem viel Fett gefressen haben, war überhaupt gar kein Problem. Auch die Kohlenhydratverbrennung hat man ja vorhin gesehen bei der Spiroergometrie, war trotzdem voll da bei Ausbelastung, wie man es eben auch bei mir gesehen hat, bei meiner Spiroergometrie auch überhaupt gar kein Problem. Also Fett verursacht keine Insulinresistenz, völliger Bullshit, wie man eben auch hier ohne Probleme dran sieht. Nein. Okay. Was haben wir hier sonst noch? Also auch überhaupt gar keine Probleme mit Langzeit, Ketonkörper und so weiter und so fort. Und das Ganze kann auch positiv sein, eben für die Blutzuckerkontrolle, also auch für Diabetiker 1 und 3, 2. Überhaupt gar kein Problem, das Ganze durchzuführen. So. Also, wir haben gesehen, diese Studie, jetzt nochmal auf die Punkte zurückzuführen, na hoppla, läuft nicht ganz so für Keto-Jünger. Die Studie hatte überhaupt nichts mit ketogener Ernährung zu tun. Die Studie hatte überhaupt nichts damit zu tun, dass wir daraus ziehen können, dass irgendwie ketogen die Leistung nach 3 Jahren zurückgeht oder ähnliches.
auch völliger Quatsch, weil wir gar nicht wissen, wie die Leistung denn vorher war, dieser kleinen Gruppe von 12 Personen. Also können wir das überhaupt nicht dort sagen. Die Gruppen wurden auch nicht anhand der sportlichen Leistung zusammengefügt. Somit können wir die beiden Gruppen auch nicht miteinander vergleichen. Wir sehen auch, dass die eine Gruppe, die Low Carb gemacht hat über die längere Zeit, höchstwahrscheinlich vorher schon sportlich nicht ganz so gut dastand, weil sie eventuell diese polnische Atkins-Diät eben aus den Gründen gemacht haben, dass sie übergewichtig waren, Diabetes hatten oder ähnliches, was darauf schließen lässt, dass sie wahrscheinlich auch vorher in dem Leben nicht viel Sport gemacht haben und dann natürlich bei diesem Test nach 3 Jahren hier entsprechend auch nicht so gute Werte haben. Ganz logisch. Ja, ich denke mal, jeder Sportwissenschaftler kann das in irgendeiner Weise nachvollziehen und ich frage mich dann eben bis heute, warum man da so rangehen muss und das Ganze eben auf die Art und Weise dann Keto wieder niedermachen muss und dann eben, wenn dann Kritikpunkte auftauchen, so damit umgeht, statt einfach ein ordentlich sachliches Gespräch zu machen und dann lieber die Leute einfach ignoriert und dann trotzdem verlangt, dass sie antworten. Das finde ich ja so krass eigentlich. Er schreibt drunter, bitte sende mir die Argumente, hat mich aber blockiert. Also wie dämlich ist das eigentlich? Und ja, ähnlich wie bei Wolf Performance damals, sieht man eigentlich, dass hinter den Leuten anscheinend nicht wirklich viel steckt, dass die Leute nicht offen sind für neue Dinge einfach, sondern dass sie in ihren eigenen Dogma gefangen sind quasi, mir dann vorwerfen, ich würde dann Keto irgendwie, also Keto-Bias sein. Natürlich bin ich Keto-Bias, aber ich bin ja für neue Argumente trotzdem offen. Und man sieht dann eben einfach, dass die Leute dann trotzdem so anti-Keto eingestellt sind, dass sie für Argumente nicht mal mehr offen sind. Und das ist eben sehr schade, weil man so in der Wissenschaft einfach überhaupt nicht weiterkommt. Und das ist kein wissenschaftliches Arbeiten, was dann hier an den Tag gelegt wird, sondern eben einfach, so wie ich es am Anfang schon genannt hatte, Bullshit. Und Bullshit ist Bullshit. Bullshit gehört in den Müll und nicht irgendwo in die Wissenschaft. Ja, das war meine hoffentlich argumentativ starke Äußerung hier. Ich bin natürlich immer noch gerne bereit, mich sachlich dann den entsprechenden Argumenten oder einer Diskussion einfach mal zu stellen. Ich kann dir auch gerne, Marco oder Gena, jedem anderen dann, ich habe auch gesehen, dass die mit Frank Tägler und so weiter zusammenarbeiten dort, die ja auch so eingestellt sind, dass die dann Keto oder Low Carb eher belächeln und solche Dinge. Ich bin gerne bereit, mich da Diskussionen zu stellen, vielleicht auch den Leuten mal etwas beizubringen, was dann entsprechend Studien mit eigener Erfahrung eben gepaart dann eben auch gezeigt haben, quasi eigene Spiroergometrien, die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben mit Christoph zum Beispiel oder eben mit den anderen ketogenen Triathleten, die dann entsprechend Streckenrekorde gefahren sind und solche Dinge, dass die sportliche Leistung einfach nachweislich nicht in den Keller geht, wenn man eine ketogene Ernährung ordentlich macht und an den entsprechenden Athleten eben auch anpasst. Ketogene Ernährung, nochmal hier am Ende, weil ich eben auch nicht ketogen für alles empfehle. Ketogene Ernährung ist nicht für jeden, ist nicht in jeder Situation das Optimum. Man kann immer individuell anpassen. Der eine kommt vielleicht mit Kohlenhydraten deutlich besser klar. Der eine fährt eher eine Low-Carb-Schiene, der andere macht dann Voll-Keto. Und es gibt einige Dinge zu beachten, die man eben bei Keto falsch machen kann, aber eben auch richtig machen kann. Und dazu gibt es morgen auch nochmal ein extra Video oder am Montag, wo dann eben wir sehen, wie man ketogen bei einem Triathleten völlig falsch machen kann. Da ging es völlig in die Hose. Und das ist dann eben auch interessant, wo man dann solche Sachen mal rausziehen kann. Also, ich denke mal, es ist eindeutig jetzt gewesen, dass diese Studie mit ketogen nichts zu tun hat, dass die Studie auch überhaupt nicht geeignet ist, um irgendwas im Sinne des sportlichen Leistungskontextes hier nahezulegen. Und ich wiederhole mich, es tut mir leid. Schreibt eure Erfahrungen doch einfach mal gerne drunter mit einer ketogenen Ernährung und eurer sportlichen Leistung. Habt ihr solche Leistungseinbußen gehabt? Was habt ihr vielleicht geändert? Habt ihr das Protein hochgeschraubt, die Kohlenhydrate ein bisschen? Wann ist es wieder besser geworden? Und wie findet ihr das Video generell? War das so in Ordnung, wie ich dann versucht habe zu diskutieren? Oder ist es immer noch zu aggressiv oder wie auch immer? Ich versuche mich wirklich zurückzuhalten. Aber manchmal muss man eben mit den Händen auch dann über den Kopf zusammenschlagen, wenn man solchen Leuten gegenübertritt. Und ich denke mal, ihr habt jetzt selber verstanden, warum es manchmal eben sehr schwer ist, für mich dann auch ruhig zu bleiben. Ich gebe mir beste Mühe. Also, ich bin gespannt,
ob die Personen in meinen Videos erscheinen. Gerne im Livestream, jeden Sonntag 19 Uhr, 20 Uhr, wird vorher angekündigt, auf meinem Kanal steht es dann. Sonst bitte einfach nachfragen. Zu jedem anderen Termin bin ich auch gerne bereit. Können wir gerne ein Video machen, in einer Live-Diskussion gerne, damit jeder auch Fragen einbringen kann. Und was haltet ihr davon? Ich denke, das ist doch deutlich besser geeignet, weiterzukommen, als wenn wir bei Instagram, wo gerade mal 50 Leute sowas dann schauen, wo nachher überhaupt gar kein Hahn mehr nachkräht, im Instagram zu diskutieren. Weil dann, es bekommt einfach keiner mehr mit. Und deshalb ist so ein Video deutlich, deutlich besser geeignet und deutlich kürzer. Also, das war's hiermit. Daumen nach oben. Wenn ihr mich unterstützen wollt, auch völlig ohne ketogene Produkte, dann schaut in die Videobeschreibung. Und ansonsten bleibt geschmeidig, lasst euch nicht verarschen und ansonsten bis dann.